Willkommen zurück zu Etna Brichte aus. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Alu-Mann. Ich habe auch nicht unbedingt eine Ahnung, wo der Kerl noch ist. Ich weiß nur, dass ich was in der Garage vergessen habe. Ich habe ja mit dem Messer versucht, die Tür aufzumachen. Das klappte nicht. Dafür habe ich jetzt, weiß ich jetzt, dass ich den Kleiderbügel dafür benutzen muss. Wir haben ja noch einen. Das habe ich ja auch nicht mehr bedacht. Aber ich glaube nicht, dass es das jetzt sein kann. Aber okay, hier gibt es so viele Rätsel, die alle miteinander verkettet sind. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Und nun? Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Okay, wir haben die Tür auf und jetzt wissen wir, dass wir ein Auto haben. Aha. Okay, das hätten wir eigentlich auch mit all den Leuten hinterher machen können, aber okay. Halt, nein, 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 ich wollte eigentlich andere Richtung gehen. Jetzt wollte ich nämlich dem Schlüsselmeister Bescheid sagen, weil der hinterher fürs Fahren zuständig ist. Oh, oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist er der? Ich suche lieber einen anderen Weg. Das hört er ja auch gar nicht, ne? Gut, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie da wieder eine Delle reinhauen. Wir nehmen diesmal den Poloschläger. Damit wir dann zum Schlüsselmeister hochkommen. Und dann befreien wir Hoti und Moti. Alles in Ordnung. So, jetzt reingehen. Wenn das jetzt alles glatt läuft, so wie ich mir das jetzt gedacht habe, dann könnten wir in diesem Part schon abhauen. Ach nee, es kommt ja noch der Alu-Mann, das Rätsel mit dem Alu-Mann, das ist dieser dreckige Zen-Garten. Oh, da habe ich so lange dran gesessen und ich schätze mal, ich werde auch hier wieder so lange dran sitzen. Ihr werdet aber auch noch sehen, warum ich da jetzt so am Fluchen drüber bin. Eigentlich ist das Rätsel genial, weil man sehr lange dran sitzen muss. Ohne Lösung. Reden. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Super. Dann haben wir ihn schon mal im Boot. Jetzt müssen wir zu Hoti und Moti, damit die ins Boot kommen. Und ich glaube, dann können wir... Dann können wir nämlich auch auf die anderen hoffen. Ach, der Kerl ist noch gar nicht wieder da. Dann haben wir Glück. Es gibt nämlich auch Momente, wo der dann schon wieder hier sein kann. Wenn er dann schon wieder da ist, dann müssten wir eigentlich erst in den dritten Stock und das Auto von Dr. Marcel mit Kaugummi bewerfen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das jetzt doch nicht müssen. Komm, mach schneller, Tante. Meine Zeit nicht gefressen. Okay, eigentlich können wir uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen, aber naja. Hey! Ich verkrieg. Ach ja, ich glaube, wir können jetzt einfach. Bevor ich anfange. Hallo? Du mich wollen natzen? Ich hab doch einen Plan. Was ist hier jetzt schon wieder? Wenn ich jetzt erst den Alu-Mann finde, dann kriege ich aber... Ah, aber das Rätsel ist generell etwas komplizierter. Dieses ganze Autorätsel, weil es glaube ich auch das letzte Rätsel ist. Was in diesem Spiel im ersten Akt vorkommt. Natürlich ist der Alu-Mann noch nicht hier. Das heißt... Nein, 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 Edna. Nochmal auf den Speiseplan gucken. Den habe ich aber, soweit ich weiß, ganz... Doch, ist alles richtig. Gut.
Dann gehen wir hier nochmal hin. Das so. Halt. Psst. Kennt ihr euch? Nicht die Bohne. Wieso fragst du? Den Aal. Psst. Wieso? Eher Form. Ich komme auf. Okay, dann habe ich irgendwie. Ich habe gerade. Ist mir der Geistesblitz gekommen, dass wir vielleicht erst auch mit dem Schlüsselmeister nochmal reden müssen. Der ist ja schon in der Garage. So. Da ist er. Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt. Der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Das hier könnte uns sicher helfen. Wie clever von dir. Aber soweit ich weiß, braucht man zur Überbrückung eine aufgeladene Energiequelle. Vielleicht sollten wir lieber die Meinung eines Experten einholen. Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Okay, okay. Ich finde diese Ironie gerade von ihm so geil. Einen tollen Schlitten hast du geholt, nur wir brauchen den Alu-Mann. Oh. Juhu, mein Spiel ist abgeschmiert. Das heißt, ich muss das Ganze hier noch einmal neu machen. Aber ich weiß jetzt zum Glück, was ich machen kann. Bisschen blöd, ich weiß immer noch nicht, wo der Alu-Mann ist. Aber naja. Ich rede mal eben ein bisschen weniger und mache einfach mal hier den Schnelldurchlauf. Ach so, wartet. So was. Ich komme nicht mit der Hand. Hm. Hä? Das habe ich bereits. Und nun? Ich soll. Ja, du holst jetzt Hilfe. Wir gehen mal eben schnell zum Schlüsselmeister. Der Part ist genauso unsinnig wie der letzte, wo wir den Alu-Mann nur gesucht haben. Nee, das hatten wir ja schon, das ging ja nicht. Gucken, wenn das jetzt schon wieder klappt, dann haben wir Glück. Oh oh. Cry for me, Argentina! Gut, dann hauen wir da jetzt erst nochmal eine Delle rein. Das regt mich ein bisschen auf, dass das jetzt alles so abgeschmiert ist. Und ich speichere ja immer nur am Ende einer Folge. Komm. So, was machen wir diesmal? Nee. Ich markiere den Schläger. Dieser Poloschläger ist gut. Jetzt wird es im Poloclub nie. Ja, Poloclub, Verwechslung. Egal, ich bin gerade angepisst, dass ich das Ganze jetzt hier nochmal machen muss. Nicht wirklich angepisst, ist ein bisschen ärgerlich. Wer war das? Aber ich weiß auch nicht, was das für ein Fehler war. Ich habe zwar eine kleine Fehlermeldung bekommen, aber naja. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So. Ich hoffe auch, dass es nicht noch einmal passiert. So, hoch. Nochmal hoch. Dann hier rein. Ich habe ein. Hast du? Gut, meine. Er steht in. Geh schon, wir treffen. So. Dann reden wir jetzt nochmal mit ihm hier. Während er. Wir müssen jetzt nochmal mit ihm reden. Und dann versuche ich nochmal Hoti und Moti zu erreichen. Weil wir haben ja zum Glück, das ist der Vorteil jetzt dieses neue, diesen ganzen neuen Versuches. Wir haben ja schon gesehen, dass es sonst nicht klappt. Dass wir sonst mit Hoti und Moti nicht großartig sprechen können. Da bist du ja schon. Ja, einen. Nicht nur der Mut. Ich. Aber ich. Und jetzt?
Das hier kann... Weg ab. Ich nutze meine Freunde nicht ab. Können wir damit nicht den Wagen wieder in Betrieb nehmen? Ja, das müsste gehen. Du musst nur die Reparaturschraube finden. Ich gehe sofort suchen. Ironie, Ironie. Ich habe eine... Sehr gut, dann brauchen wir... Super. Gut, halt. Hier speichere ich nochmal. Und jetzt gehen wir zu unseren beiden zukünftigen Wagenhebern. Der Kell ist immer noch da, ne? Oh. Ach, ich muss da ja gar nicht hin. Ich depp. Ich muss ja nur in die Küche. So. Benu 10. Das könnte klappen, Dirk. So. Die gute alte Schnü... Ich will doch nur mit den beiden reden. Hey! Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Sollte kein Problem sein. Also ich hatte gerade einmal genießt, aber ich glaube, ich habe den Sound gut gemutet zu der Zeit. So. Essensschlacht! Wegen einer Kartoffel. Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. So, das dürfte jetzt aber wenigstens geregelt worden sein. Und ich kann jetzt hier erstmal nochmal speichern, weil jetzt bin ich paranoid geworden. So. Da sind sie. Nicht ganz das richtige Fabrikat. Aber als Provisorium sollte er ausreichen. Super. Seid ihr bereit? Unser Job ist erledigt. Wir warten jetzt nur noch auf dich. Meint ihr, damit kriegen wir den Motor wieder zum Laufen? Keine Ahnung. Da fragst du am besten jemanden, der sich mit Motoren auskennt. Halt. Seid ihr bereit? Und wir... Gut, jetzt heißt, wir müssen nur noch den Alumann finden. Und wenn der Alumann jetzt nicht in diesem Zen-Garten ist, dann gibt's Tote. Jetzt wollt ihr mich ärgern, ne? Jetzt wollt er mich ärgern. Ich hätte hier genau das richtige Werkzeug, um die Schrauben festzuziehen. Hättest du uns das nicht vorher sagen können? Jetzt hat Moti schon die Schrauben mit seinen Zähnen festgezurrt. Au. Meint ihr da... Kein... Da fragst du... Nur wie komme ich zum... Alumann? Ich nutze meine Freundin. Kann ich da mit ihm reden? Da bin ich wieder. Aha. Was unternehme ich wegen des Motorschadens? Ich glaube, es ist die Zündung. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Wie bekomme ich das Haupttor auf? Die einzige Möglichkeit ist der Knopf im Wachturm. Leider ist der Wachmann ein echter Choleriker. An dem kommst du nicht so ohne weiteres vorbei. Lass dir was einfallen. Der Schraubenschlüssel funktioniert ganz ohne Es ist einer von diesen stromsparenden Chinese-Betriebsschraubern. Okay. Wo finde ich den Alumann? Vermaledeit. Nochmal. Ich glaube ja nämlich nicht, dass der Kerl in irgendeinem Raum sitzt.
Gut, wir können es nochmal probieren. Also ich laufe jetzt nochmal in diese ganzen Elektroräume, aber nee, der ist der Kerl nicht, das weiß ich. Seid ihr bei uns? Wir warten. Da bin ich wieder. Können wir dann endlich los? Noch nicht ganz. Zuerst müssen wir noch den Motor in Gang bekommen. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Wenigstens haben wir schon einen Ersatzreifen. Bring den Motor zum Laufen. Danach kümmern wir uns um das Haupttor. Was unternimmt? Ich glaube, da braucht jemand. Liebe Kollegen. Toll. Wie komme ich an den Alu, Mann? Ach komm, nee. Hier draußen mache ich jetzt erst nochmal Krach am Auto, damit dieser komische Argentina-Kerl weg ist. Ah. Boah, jedem Autoliebhaber tut da das Herz weh. Wer war das? Komischer Mann, ey. Bah. Wo ist der Alu-Mann? Wo ist er nur? Wo ist er nur? Ich find ihn nicht. Ich find ihn nicht. Alu, Alu, Alu. Folie. Boah. Das sollte ich lieber dem Fach. Wo ist der Alu-Mann? Den haben wir das letzte Mal hier drinnen gesehen. Beim Essen ist er, soweit ich weiß, auch nicht. Ist Blase hier wenigstens wieder drinnen? Natürlich nicht. Puh, wo ist der Alu-Mann? Verdammte Hacke. Wir können ja trotzdem mal eben in den Zen-Garten gehen und uns da ein bisschen umgucken. Oder wartet mal. Das wäre jetzt der größte... Ja, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Gerade war er nicht da. Ich bin aus dieser Richtung gekommen. Der hätte mir eigentlich entgegenkommen müssen. Wartet mal, ich habe da jetzt so eine Theorie. Vielleicht muss ich diesen linearen Weg jetzt gehen. Und das Ding hier mit dem Kaugummi kaputt zum Alarmieren bringen. Bis jetzt hat das ja gerade immer so geklappt, dass er dann noch nicht wieder da war. Aber ich gucke mal eben kurz. Ab nach oben. Noch eine? Noch eins nach oben? Weiß ich jetzt gar nicht. Doch, ich glaube noch. Ne, bis nach Blase müssen wir. Dann einmal hier zum Flur. Ja, ist in Ordnung. Benutzen. Ich dachte, ich benutze das automatisch. Was ist das? Eine Alarmsirene? Gut. Und jetzt müssen wir ja wieder raus können. Das ist nämlich der offizielle Weg, wie man das Auto zum Alarmieren von innen bringt. Also während man im Gebäude ist. Man kann ja draußen kann man es zum Alarmieren bringen, um ihn rauszulocken. Wenn man rein will und wenn man raus will, muss man es mit diesem Kaugummi-Trick machen. Bin ich aber mal gespannt, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. So. Ne, hat auch noch nichts gebracht. Dann speichere ich trotzdem nochmal hier. Kann mir ja mal den Zen-Garten angucken.
Oh, das wird lustig. Weil das jetzt hier so zu lösen, das ist hinterher dieses geile Rätsel im Zen-Garten. Achso, ich muss ja auch spielen gehen. So. Nee, dann mache ich hier jetzt erst einen Schnitt und wir suchen dann im nächsten Part weiter nach dem Alu-Mann. Oh Gott, hoffentlich finde ich den Kerl dann auch endlich beim nächsten Mal. Weil so langsam können eine Vermisstenanzeige auf Milchpackungen drucken lassen. Suche Alu-Mann. Bezahle mit Fußnägeln. Okay, ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!